Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um Katzen im Film. Ihr werdet verblüfft sein, wo nicht überall Katzen mitgewirkt haben. Zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Wenn ihr wollt, schreibt uns doch einmal eine Mail, worüber ihr gern ein Video sehen würdet. Um künftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal. Schon immer fanden die Menschen die sanften und geschmeidigen Vierbeiner faszinierend. Oft hatten die typischen Filmbösewichte eine Katze. Und dieser bestimmte Archetyp des hinterrücks durchtriebenen Schurken wird gern mit unserer Fellnase in Verbindung gebracht, zumindest im Film. Doch welche Auftritte hatten Katzen daneben noch auf der großen Leinwand? Hier kommen die 5 besten Filme, in denen Katzen mitgewirkt haben. Platz 5. Wir starten auf dem 5. Platz mit einem Klassiker der Filmgeschichte. Im romantischen Liebesfilm Frühstück bei Tiffany's hat Audrey Hepburns Rolle einen namenlosen Kater. Der orangefarbene Tabby-Kater hieß eigentlich Orangey und spielte zwischen 1950 und 1960 in verschiedenen Filmen mit. Er war zwar ausdauernd beim Filmen, suchte aber manchmal bei den Dreharbeiten das Weite. Daher wurden Aufpasser vom zweifach Patsy-nominierten Filmtrainer Frank Inn engagiert, die den Kater an seinen unvermittelten Ausflügen hindern sollten. Platz 4. Zu diesem Kandidaten gibt es die verschiedensten Theorien, wer denn nun seine wahren Katzeneltern sind. Die Rede ist von Krummbein, alias Crookshanks. In Harry Potter taucht nicht nur eine Katze auf. Professor McGonagall verwandelt sich des Öfteren in eine Katze und Hausmeister Filch hat seine Mrs. Norris. Aber um Krummbein ranken sich die verrücktesten Theorien. Ist er die Katze von Hermine oder waren die Eltern von Harry die ursprünglichen Eigentümer? Wer mehr dazu erfahren möchte, schaut sich am besten den 3. Teil der Potter-Filme erneut an und folgt den Links in der Beschreibung zur durchaus plausiblen Fantheorie. Platz 3. Batmans Rückkehr kommt in unserer Liste auf den 3. Platz. Hier hat der Altmeister des morbiden Grusels Tim Burton meisterlich die dunkle und verschrobene Atmosphäre des kriminellen Großstadtmolochs Gotham mit all seinen Abgründen und Schattenseiten atmosphärisch dicht eingefangen. Nicht nur Michelle Pfeiffer brilliert als Catwoman, sondern auch die Katzen. Platz 2. Die ergreifende Geschichte eines Straßenmusikers, der eine zweite Chance erhält. Nach dem internationalen Bestseller von James Bowen wurde das Buch, das auf einer wahren Begebenheit beruht, für die große Leinwand von Regisseur Roger Spottiswood adaptiert. Eigentlich drehte er solche Streifen wie The Sixth Day mit Arnold Schwarzenegger oder James Bond Der Morgen stirbt nie. Dass er aber auch anders kann, zeigt er mit unverwechselbarem britischen Humor. Ihm ist eine gelungene Unterhaltung für die ganze Familie ab 12 geglückt. Empfehlenswert. Platz 1. Nach den Klassikern kommt auf dem 1. Platz ein Dokumentarfilm. Kedi von Katzen und Menschen erzählt als Dokumentarfilm über 7 Katzen, die in den Straßen Istanbuls leben. Kedi ist türkisch und bedeutet Katze. Hunderttausende dieser Straßenkatzen gibt es hier und Kedi erzählt in faszinierenden Bildern von 7 dieser Katzen und ihren Beziehungen zu den Menschen. Dieser empfehlenswerte Film zeichnet gekonnt das Porträt einer pulsierenden und lebendigen Stadt. Unser familienfreundlicher Geheimtipp. Den gibt es hier legal und in voller Länge auch auf YouTube. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Was haltet ihr von unserem Ranking? Habt ihr noch andere Filme und Katzenrollen, die unbedingt erwähnt werden sollen? Schreibt uns doch einfach in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja das Trommelfell. Ihr habt die Lösung wieder herausbekommen. Das heutige Rätsel ist besonders knifflig. Mal sehen, ob ihr fleißigen Rätselfreunde das herausbekommt. Wir drücken euch die Daumen. Mein erstes ist nicht wenig. Mein zweites ist nicht schwer. Mein ganzes lässt dich hoffen, doch hoffe nicht zu sehr.
Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare, genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt Maya einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.